Ahoi Sternenkadettinnen und Sternenkadetten und herzlich willkommen zurück in unserer Universe Sandbox 2. Ich bin's wieder, euer Tetragamer Marcel. Und heute beschäftigen wir uns mit dem schwarzen Nichts. Dem gar nichts, dem Dunkel. Naja, nicht ganz. Wenn ich die Maus ein wenig bewege. Was war das? Es ist etwas da. Ich habe etwas aufleuchten gesehen, ihr auch? Ja, es ist ein schwarzes Loch. Ein dunkles, schwarzes Loch, das uns alle vernichten. Nein, ganz so dramatisch ist es nicht. Es ist ein schwarzes Loch, das ist richtig. Und es ist sogar eines, das sich in unserer Heimatgalaxie befindet. Und zwar genau im Zentrum. Dieses schwarze Loch, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ich Ihnen heute präsentiere, ist das Sagittarius A, das Zentrum unserer Milchstraße. Und ist es nicht schön? Es ist schwarz. Mhm. Und dunkel. Mhm. Und ungefähr 4,3 Millionen Sonnenmassen schwer. Fette Sau. Entschuldigung. Aber da darf man das, glaube ich, sagen. Das ist ja wirklich nicht gerade ein Leichtgewicht, wenn man das mal so sieht, oder? So, wir können ja mal ins Helle. Nanu, wieso verschwimmt denn da alles? Alles wird verbogen. Ja, das ist der sogenannte Gravitationslinseneffekt, welcher besagt, dass Licht, das sich dem Massezentrum eines schwarzen Loches quasi annähert, zur Masse hin verbogen wird und quasi um das Objekt herumgeleitet wird. Das ist ein interessantes Phänomen, das damals Einstein schon vorhergesagt hatte und das wir auch nicht nur bei schwarzen Löchern beobachten können, sondern auch bei anderen massereichen Objekten wie schweren Planeten und Sternen etc. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir eine eigene Folge eventuell nochmal zumachen. Heute soll es halt um unser Heimatschwarzes Loch gehen. Heimatschwarzes Loch? Also um das schwarze Loch in unserer weit entfernten Heimat. Wenn ich von unserer Heimat spreche und damit die Milchstraße meine, dann ist das doch schon ein extrem, ja, weitläufiger Heimatbegriff, würde ich mal sagen. Denn, ja, das sind ungefähr, wie war es? Oh Gott, jetzt, 100.000 Lichtjahre? Ich meine, dass die Milchstraße ungefähr 100.000 Lichtjahre groß wäre, lang wäre, wie auch immer. Ein Radius, ein Durchmesser? Ein Durchmesser, glaube ich, von 100.000 Lichtjahren, ja. Und das sind schon ein paar Kilometer. Also, wenn ihr jetzt anfangt loszulaufen, vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ein Lichtjahr etwa 10 Billionen Kilometer sind. Ja, also 10 Billionen mal 100.000. Na, welcher Kopfrechen-Junkie? Genau, das ist ganz schön viel. Ja, da steige ich doch nochmal wieder vom Fahrrad ab, da fahre ich heute nicht mehr hin. Richtig, glaube ich auch nicht, dass du da heute noch, wenn du überhaupt irgendwo ankommen tätest, Glocke. So, ja, auf jeden Fall befindet sich unser schönes schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie und wir alle führen einen lustigen Eiertanz um dieses jenes schwarze Loch herum auf. Also letztendlich tanzen wir alle lustig um es herum. Da könnte einem natürlich der Gedanke kommen, ja Moment, schwarzes Loch, extrem schwere Masse, es frisst doch auch alles Mögliche in sich hinein, wenn es ihm zu nahe kommt. Könnte es vielleicht sein, dass wir in 100 Milliarden, Billionen, Trillionen, Quadrillionen, Zixillionen, ja, nicht übertreiben, Jahren mal in unser schwarzes Loch hineinstürzen und
völligst von ihm verschlungen und zerstört werden? Nö, also eigentlich nicht, denn wir haben das Glück, doch weit genug weg zu sein. Ja, die Schwerkraft, also die Gravitation des Sagittarius A hat Auswirkungen auf uns. Und zwar der Form, dass wir uns in einem Orbit um es herum befinden. Also wir bewegen uns um dieses schwarze Loch herum. Jedoch bewegen wir uns nicht drauf zu. Denn wir sind außerhalb des sogenannten Schwarzschild-Radius. Benannt nach Karl Schwarzschild. Und dieser Radius beschreibt quasi den Wirkungsgrad eines schwarzen Loches. Beziehungsweise massereicher Objekte. Und im Falle von unserem Galaxiezentrum, von unserem schwarzen Loch, beträgt dieser Schwarzschildradius 3 Kilometer mal 3 Millionen. Das sind dann halt also 9 Millionen Kilometer. Und das ist im Vergleich zur Länge der Milchstraße, also zum Durchmesser der Milchstraße und zur Entfernung bis zu uns, extrem wenig. Ja, also da passiert so nichts. Da brauchen wir keine Angst haben. Da wird es ganz, ganz, ganz viele andere Gründe geben, vor denen wir mehr Angst haben sollten. Wie zum Beispiel, dass die Sonne uns irgendwann auffrisst oder der Mensch selber den Planeten zerstört. Also es gibt da oder Kometen und also wie gesagt, das sollte jetzt unsere Sorge nicht sein. Hoffentlich. Also wer weiß, es kann ja immer sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Gut, aber beschäftigen wir uns weiter hier mit diesem schönen schwarzen Loch. Also im Prinzip, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Im Prinzip ist es ein durchschnittliches schwarzes Loch. Also es gehört, glaube ich, zu den supermassereichen schwarzen Löchern. Aber es gibt wesentlich größere, aber es gibt auch viel mehr und viel häufiger auch kleinere. Obwohl, nee, gehört es jetzt zum Durchschnitt? Oh mein Gott, ich hätte mich doch ein bisschen besser vorbereiten sollen. Der alte Kopf, da fällt schon manchmal etwas raus. Also wer es besser weiß, korrigiere mich bitte. Aber ich meinte, dass durchschnittliche schwarze Löcher so bei 25 bis 30 Sonnenmassen entstehen. Und dann, nachdem sie in einer Supernova aufgegangen sind, etwa 3 bis 4 Sonnenmassen schwer sind. Also in etwa so schwer wie unser schönes schwarzes Loch. Genau. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch kleinere. Manche hatten ja damals Angst, es könnten auf der Erde schwarze Löcher entstehen. Und zwar im Zuge der Experimente in der Schweiz am CERN, genauer gesagt am LHC, am Large Hadron Collider. Dort in der Schweiz ist ja diese Forschungsanstalt, in dem ein Ring mit einem Durchmesser von 27 Kilometer unter die Erde gebaut wurde, in dem wir Teilchen beschleunigen bis auf nahe der Lichtgeschwindigkeit, diese aufeinander schießen und dann in den Energiefragmenten mal gucken, was denn da so drin ist oder was da eventuell Neues entstehen kann, wenn man Teilchen so krass schnell aufeinander schießen tut. Da wird ganz schön viel Energie freigesetzt. Und da gab es dann halt die Befürchtung, dass eventuell diese Energien so hoch wären, dass wir in weitere Dimensionen vorstoßen könnten, die durch manche, ich glaube, Stringtheorien vorhergesagt wurden, in denen dann die Energie exponentiell ansteigen würde, was zu einem kleinen schwarzen Loch hätte führen können. Hätte Fahrradkette, ja. Ist aber nicht so weit gekommen. Und selbst wenn es diese schwarzen Löcher gegeben hätte, dann wären sie so instabil gewesen und so klein, dass sie ziemlich schnell verstrahlt wären. Weil selbst wenn wir uns Atome angucken, das meist
Ja, wie soll ich das erklären? Der leere Raum zwischen Atomkern und Protonen und Neutronen, der ist so groß im Vergleich, also dass da so ein kleines schwarzes Loch problemlos reinpassen könnte, ohne dass es irgendwas in sich aufnehmen könnte. Und ein ähnliches Problem, nur im Großen, ja, was heißt Problem, aber so ähnlich geht es unserem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße eigentlich gerade auch. Es hat Hunger. Es hat nicht wirklich viel zu essen, denn innerhalb seines Schwarzschildradiuses befindet sich gerade nicht wirklich viel. Ich glaube, in 20 Millionen Jahren kommt nochmal so eine Teilchenwolke vorbeigeschwebt, die es sich dann einverleiben wird. Aber so richtig wachsen tut es gerade nicht. Und also, weil es halt nicht viel zu essen hat. Es dient quasi nur als Antänzer für unseren Galaxientanz. Ja. Gut, jetzt habe ich viel erzählt in dieser Folge, nur viel sehen konnte man nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir können ja mal ein kleines Experiment machen. Und zwar, indem wir ein kleines schwarzes Loch durch unser Sonnensystem schicken. Na, ich war doch schon richtig. Durch unser Sonnensystem wandern lassen. Ja, natürlich nicht Sagittarius A mit 4,3 Millionen Sonnenmassen. Da wäre sofort alles kadabum, badabum. Im Arsch, aber volle Kanne. Ich kann das ja mal kurz, warte mal. Wir gehen nochmal zurück. Gut, hätte ich auch direkt machen können, nicht wahr? Es ist das. Hallo? Oder nein? Warum eigentlich? Pff, lächerlich. Können das ja auch hier probieren. So. Nehmen wir mal Sagittarius A. Setzen es in einen Orbit. Halten aber das Ganze mal an erstmal. Ich hätte es gerne noch weiter entfernt. 100 astronomische Einheiten, würde ich sagen. Ungefähr. So. Lasset uns schauen. Lasset uns schauen. Gut, dass man schwarze Löcher so gut sieht. Hallo? Da. Achso. Gerade sagen. Da müsste es doch sein. Jetzt sehe ich dummerweise nicht, in welche Richtung es sich bewegt. Ich wollte ihm eigentlich ganz gerne eine eigene Richtung geben. Vielleicht. Aha, da können wir es sehen, ja. So, Total Velocity, Geschwindigkeit 2,89 Kilometer pro Sekunde. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Machen wir mal einfach 11. So, wohin bewegst du dich, mein Schatz? Oh, nee. Da nicht. Hallo? Ich will das ganze Ding drehen. Ach so. Ja. Gut, das scheint offenbar nichts zu bringen. Dann versetzen wir es einfach. Ja. Ist ja auch okay. Ist ja kein Problem. Komm mit. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen hier raus, weil das könnte sonst Jahrhunderte dauern, bis ich dieses blöde schwarze Loch ordentlich platziert habe. So. Schack dich.
dich. Ja, jetzt läuft es hier entlang. Eieiei, einmal schon. Das. Ich ahne Schreckliches, aber nun gut. Ne? Try and Error. So. Ja, das, genau das hatte ich nämlich befürchtet. Oh, mit was für einer Geschwindigkeit. Schaut euch das an. Ein paar können entkommen. Und wisst ihr warum? Eben aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Also normalerweise müsste, theoretisch hätte alles eingesogen werden müssen. Aber wenn die Geschwindigkeit eines Objektes hoch genug ist, bevor es diesen Schwarzschildradius passiert, kann es sein, wenn es den richtigen Winkel hat, dass das Objekt noch schnell vom schwarzen Loch abhauen kann. Aber es war nicht viel, wenn ich das so richtig sehe. Nein, wir haben mal wieder alles kaputt gemacht. Aber das war ja auch eigentlich gar nicht meine ursprüngliche Idee, sondern meine ursprüngliche Idee ist gewesen, ein schwarzes Loch zu nehmen, das eben nicht so massereich ist. Also das einfach nur eine Sonnenmasse hat. Eine solare Masse quasi. Genauso schwer wie unsere Sonne. Und zum Abschluss machen wir das jetzt einfach nochmal. Nehmen uns ein schwarzes Loch. Ist ja kein Problem, ich meine, ey, pff. Hier eben so ein schwarzes Loch, zack. Komm, knall mal hin hier. Soll denn der Geiz? Ne, Pause machen wir erstmal. Das ist. Better is that wohl. Ja, setzen wir das hier. 100. 100 ist immer eine gute Einheit. Zack dich, wupp dich. Edit dich. Go näher ran ich. Wo bist du dich? Hallöchen. Hallo. Miss. Was? Blackie. Ach da. Wieso? Nein, das sieht eigentlich doof aus. Wieso geht denn das jetzt wieder darum? Das weiß man nicht, ne? Okay, erstmal wieder die Geschwindigkeit ein wenig hochsetzen, weil sie dann doch etwas niedrig war. Und nun. Verschieben wir es. Das war nicht gewollt. So. Okay, lassen wir es mal laufen. Ich denke. Jetzt sind wir natürlich etwas langsamer, aber ist ja kein Problem. So. Da beginnt es langsam durch unser Sonnensystem zu wandern. Und bis jetzt, ich mache nochmal Pause, sieht das ja alles noch ziemlich unspektakulär aus, nicht wahr? Und das liegt natürlich daran, dass eben dieses schwarze Loch sehr, 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 sehr leicht ist. Ja, also eine Sonnenmasse, das ist jetzt nur wirklich, nicht so viel. Unsere Sonne gehört ja auch nicht gerade zu den schwersten, also von daher ein Leichtgewicht. Was haben wir denn da? Der Kuipergürtel wird wohl etwas durcheinander gewirbelt, wie wir gerade sehen. Aber das war natürlich zu erwarten. Mal schauen, ob die ersten Umlaufbahnen in Mitleidenschaft gezogen werden. Bis jetzt ist, wie gesagt, ist alles noch. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie gut wir getroffen haben. Oh oh.
Interessant. Mal schauen, wie es uns geht. Erde. Klima. Okay. 74 Grad. Aber immerhin sind wir mit unserer Sonne aus der Umlaufbahn geschossen worden. Also ohne wäre schlimmer gewesen. Aber andererseits, wie gesagt, also 74 Grad. Das ist etwas arg warm. 94 mittlerweile, okay. Ja. Nun, ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Haben ein schwarzes Loch durch unser Sonnensystem wandern lassen, wenn auch nur ein kleines. Aber wie wir festgestellt haben, sollten wir das besser nicht tun oder zu verhindern wissen, denn es tut uns nicht gut. Nein, es tut uns wirklich nicht gut. Denn danach wird es ziemlich chaotisch und heiß. Und ich glaube auch nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob unsere Umlaufbahnen, boah, die kreuzen sich aber so dermaßen da mit Mars und Co., dass irgendwann geht es bestimmt nicht gut. Irgendwann... Oh! Habt ihr das gesehen? Ich dachte, jetzt wäre es schon passiert. Aber irgendwann gibt es eine Kollision. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sollen wir das einfach mal noch ein bisschen schneller laufen lassen? Ey. Na komm, wieso willst du nicht schneller? Boah, Alter. So lange kann es doch gar nicht mehr dauern. Oh. Naja gut, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf warten. Okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wir haben uns schwarze Löcher angeguckt, beziehungsweise ein spezielles schwarzes Loch. Unser Lieblingsschwarzes Loch, hoffe ich doch. Unser Lieblingsschwarzes Loch. Ja, es gibt auch schwarze Löcher. Genau, das hatte ich vorhin vergessen noch anzumerken. Es gibt schon schwarze Löcher in der Schweiz. Jedoch sind das ganz andere. Die haben weniger mit Astrophysik zu tun, als vielmehr mit Finanzpolitik, nicht wahr? Gut, und mit diesem kleinen seitenhiebischen Hinweis, wieder ein neues Wort erfunden, oder was? Ja, verabschiede ich mich und sage, habt eine intergalaktisch gute Zeit. Und freut euch auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Universe Sandbox. Bis dann, macht's gut, euer Tetragamer. Ciao, ciao.